Hey Moonies, herzlich willkommen zum nächsten Review-Video. Heute schauen wir uns die Staffel 4 an. Einmal in der Gesamtausgabe als DVD und als Blu-ray-Box. Wie ihre Vorgänger erscheint die Box in einem schönen Styling mit den Bildern von Marco Albiero. Die vierte Staffel erstreckt sich von Folge 128 bis 166, bildet also den vierten Handlungsbogen ab. Auf Deutsch und auf Japanisch kann man sich die Folgen anhören. Mit japanischen Untertiteln und als Extras gibt es das deutsche Opening und Ending von Sagt das Zauberwort. Wenn wir uns die Box öffnen, sehen wir schöne Artworks. Und als Extra gibt es natürlich auch wieder eine Postkarte aus der vierten Staffel. Sehr schönes Motiv. Und dazu kommt noch dieses schöne große Poster mit den Inner Senshi, Pegasus und Chibi Moon. Die Qualität der Folgen ist recht gut vom Bildmaterial her, vom Ton auch sehr gut, wenn man bedenkt, dass die Serie doch schon fast 30 Jahre auf dem Buckel hat. Man hat aus den Vorgängerboxen gelernt und hier doch ein sehr schönes Produkt geschaffen. Hier sehen wir nochmal die ganzen Discs, 5 Stück sind es an der Zahl. Und ja, es wirkt sehr stimmig in einem schönen Grün. Später zeige ich euch noch einen kleinen Folgenvergleich, wie es zwischen der alten Box und der neuen ausschaut. Aber bevor wir dazu hinkommen, schauen wir uns mal die Blu-ray-Version an, denn die ist so ähnlich aufgebaut wie die DVD. Etwas kompakter natürlich, weil Blu-rays sind kompakter, aber es fehlt dort auch an nichts. Es sind die gleichen Folgen drauf, in einer etwas besseren Qualität, mit den gleichen Extras, das Opening, das Ending, auf Deutsch von Sagt das Zauberwort. Und der Inhalt ist auch adäquat zur DVD-Box aufgebaut. Hier haben wir die gleichen Artworks. Und auch hier haben wir die Extras, die Postkarte. So schaut es aus. Das ist die Rückseite. Und auch das Poster ist das gleiche. Von der Aufmachung sehr edel, sehr schön, passt sich super in das Konzept und Design der vorherigen Staffeln ein und ist auf jeden Fall ein absolutes Muss, wenn man Sammler ist und die ganzen Sailor Moon Folgen in einer schönen Qualität zu Hause haben möchte. So, rechts die Blu-ray-Version und hier links haben wir die DVD-Version. Mein Fazit ist, es lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Box zu holen. Es ist eine schöne Erinnerung, wenn man seine Lieblingsserie nochmal in einer schönen Qualität sehen möchte. So schaut es von allen Ecken aus. Und ja, so schaut es zum Vergleich aus. Und wir sagen Danke an Kase bzw. Crunchyroll für die Review-Materialboxen. Und jetzt folgt ein Clip zum Vergleich, wie es früher auf den DVDs aussah und wie es jetzt aussieht. 1, 2, 3. Und jetzt werde ich mir Ihren Traum mal etwas genauer ansehen. Oh, was für ein entzückender Traum. Oh, bitte nicht. Mein Traum. Oh. Da sind Sie, Miss Morino. Bereit? Mhm.